Hallihallo, Hallöchen, wir sind wieder da bei Let's Play Ultima 5 Lazarus, das Remake von Ultima 5 Warriors of Destiny. Hier haben wir eine Ausbilder. Ausbilder können uns helfen, damit wir besser werden in unseren Fertigkeiten. So, wir sind gerade in Britannia angekommen und suchen jetzt erstmal nach Gwenno. Es kann sein, dass wir doch noch Platz für eine einzige Person haben. Wir sind jetzt gerade schon zu sechst. Allerdings will ich nicht so schnell irgendwie in die Mitte der Stadt kommen, weil es sein kann, dass hier etwas Böses auf uns wartet. Iolus Pögen. Keiner dieser Schattenfürsten. Die stehen hier manchmal mitten in der Stadt und wenn sobald ein denen zu nahe kommt, kommt dann plötzlich irgendeine komische Welt und... Hey! Arbeit, nichts als Arbeit. Zwei Fremde. Reden wir zuerst mit der Blonden. Willkommen in Iolus Pögen, beginnt sie lächelnd zu sprechen. Ich bin Gwenno. Seid ihr hier an Einkäufen interessiert? Wir rühmen uns der besten Bögen, Armbrüste und Pfeile im ganzen Land. Iolo meldet sich zu Wort. Hallo, Gwenno. Gwenno blinzelt kurz. Dann hält sie sich die Hand vor den Mund und nach einem kurzen Moment der Ungläubigkeit stürmt sie nach vorne, um Iolo zu umarmen. Schließlich tritt sie wieder einen Schritt zurück. Meister, ich machte mir Sorgen. Ob niemand wusste etwas. Und Gwenno, der Laden, sie kann sich gar nicht beruhigen. Iolo lacht vor Freude. Ja, meine Gute, ihr werdet noch etwas länger den Laden hüten müssen. Der Avatar braucht mich und Lord British will gefunden werden. Seine Stimme wird ernster, als er Gwenno in die Augen sieht. Ihr wisst doch, keine Menschenseele darf erfahren, dass wir hier sind. Gwenno sammelt sich langsam wieder. Ja, natürlich, niemand wird es erfahren. Sie lächelt. Der Laden wird vor eurer Rückkehr und die Lord British bereit sein. Nur, wir haben gerade schon erfahren, wer sie ist. Und das ist auf jeden Fall nicht Gwenno, sondern Gwenneth. Bei dieser Frage entweicht ihr ein kurzes Lachen. Entschuldigt, mein Herr, ich dachte, ich nannte ihn euch bereits. Er lautet Gwenneth. Ja, sagtest du auch. Pfeile. Gwenneth nickt zurückhaltend. Mein Fachgebiet. Manche machen sich die Mühe und schnitzen sich ihre Pfeile selbst. Sofern sie Schäfte und Federn besitzen. Wollen sie aber, dass es anständig gemacht wird, dann kommen sie zu mir. Sie lacht. Manchmal nennt man meine Pfeile Gwennether. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den verstehe. Richtig gemacht. Jeder geübte Schütze merkt den Unterschied. Aber nicht jeder möchte lernen, wie man es macht. Sie kichert. Euch kann ich mein Geheimnis gerne preisgeben, denn ein guter Blick darauf, wie die Federn eingebaut sind, verrät ohnehin alles. Ja, verrat mal. Erstmal aber, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Oh, besser. Warte. So ist es, die Federn. Sie grinst. Sie halten den Pfeil im Flug gerade. Wenn ich die Pfeile schnitze, baue ich die Federn so ein, dass sie ein klein wenig um den Schaft gekrümmt sind. Iolo brummt. Mir gefiel die Idee gar nicht, aber Gwenneth überzeugte mich schließlich. Sie lacht, natürlich. Ich versuche stets zu helfen, Meister. Na gut, aber wir wollen mit Gwenno reden. Gwenno ist bestimmt diese Frau. I was wondering when thou wouldst return. 'Tis good to see thee. Ja. Du siehst eine bezaubernde junge Frau mit trockenem Lächeln. Erst blickt sie überrascht rein, doch sogleich begrüßt sie dich herzlich. Ich fragte mich schon, wann du zurückkehren würdest. Es tut gut, dich zu sehen. Also, was willst du von mir? Iolo tritt mit breit ausgestreckten Armen nach vorne. Wie oft ich mich doch fragte, wann ich dich wiedersehen würde. Die Frau, die du als Iolos Frau Gwenno wiedererkennst, grinst gelassen, umarmt Iolo und gibt ihm einen Kuss. Weißt du, antwortet sie mit leiser Stimme,
Ich fragte mich auch, wann mein Herr Gemahl sich endlich von seinem Urlaubsdomizil im Grünen losreißen und an die Arbeit zurückkehren würde. Sie dreht sich dir zu und zwinkert. Iolo blickt Gwenno argwöhnisch an, doch dann zuckt er die Schultern und gibt ihr einen Kuss auf die Wange. Ich bin noch bei der Arbeit. Der Avatar ist zurückgekehrt und Lord British muss gefunden werden. Er tritt zurück und das weißt du sehr genau. Schilt er sie spaßeshalber. So ist es, erwidert Gwenno. Ich danke euch beiden, dass ihr an euren Steckbriefen dort drüben vorbeigelascht seid, um mir diese Nachricht zu überbringen. Sie lächelt dich an, aber Hauptsache ihr seid jetzt beide in Sicherheit. Was für Steckbriefe? Gesucht, tot oder lebendig? Sie schüttelt den Kopf. Es scheint sie zu amüsieren. Niemand... Quatsch, nimm dich bloß in Acht vor diesen Halunken. So sprachlos Lord Blackthorn. Der kennt uns doch gar nicht. Iolo ist empört. Könntest du bitte damit aufhören, wenigstens solange wir noch Gefahr laufen, erkannt zu werden? Papalapap, ich will mein Gesicht auf einem Steckbrief sehen. Okay. Der Thronräuber, antwortet sie bissig. Der einzige Grund, warum er an der Macht ist, ist derselbe, der dich hierher geführt hat. Sie schnappt nach Luft und hält inne. Aber, boah, verschluckt. Aber vielleicht sollten wir später über ihn sprechen. Komische Betonung, ich weiß, aber naja, irgendwie habe ich gerade ein Problem mit dem Lesen. Ich glaube, ich lese schon wieder. Ich nehme jetzt ja gerade schon hier ein paar Stunden am Stück auf. Na gut, was hätten wir denn da alles? Sie kichert und zählt an ihren Fingern ab. Ich repariere Bögen und Armbrüste. Ich singe und schreibe Lieder. Ich passe auf Britain und die hier leben und uns besuchen auf. Ich schmachte nach meinem ehemaligen Iolo, wenn er fort ist. Ich klimpere mit den Wimpern. Quatsch, sie klimpert mit den Wimpern und grinst dich an. Du schmachtest nach deinem Ehemann, stottert Iolo. So etwas erzählst du anderen Leuten? Still, schimpft Gwenno. Das sind keine Leute, das sind der Avatar und der Avatar ist es auch, mit dem ich rede. Ich hätte echt einen anderen Namen nehmen sollen, verdammt. Ich komme mit dem Namen hier einfach in diesem Rollenspiel nicht klar. Sie grinst reizend und lenkt deine Aufmerksamkeit auf sich, während Iolo etwas in den Bart murmelt. Die feinsten Eibenbögen und stämmigsten Armbrüste. Gwenno ist unsere Pfeilmacherin. Seltsam grübelt Gwenno. Dass wir es schaffen, unseren Lagerbestand an Bögen aufrechtzuerhalten, obwohl Iolo ein Gesetzloser ist, nicht? Aber ja, doch. Sie muss kurz kichern. Und du hast bestimmt all die Steckbriefe in den Städten gesehen. Nein, immer noch nicht. Jetzt werde ich hier zugespammt mit SMSen. Sehr gut. Lieder. Was schreibst du denn für Lieder? Ja, mein Mann ist ein besserer Sänger als ich. Doch ich bin dafür bekannt, die Begleitmusik zu spielen und die Liedertexte zu schreiben. Vielleicht bringe ich es dir eines Tages bei, wenn wir beide wieder mehr Zeit dafür haben. Ich wünschte, ich könnte behaupten, das Leben hier sei wie früher. Doch ich kann dich nicht belügen. Sie flasht mit grimmendem Blick die Zähne. Britain ist noch immer mein Zuhause und das wird es immer sein. Bloß ist das nicht mehr so einladend wie früher. Sie lächelt. Frag mich ein andermal danach. Dies war einst eine fröhliche Stadt, voller Musik und Heiterkeit und Leuten, die sich sicher fühlen konnten. Jetzt ist die Stadtwache verdreifacht worden und wir haben einen neuen Bürgermeister, aber sicherer fühlt sich deshalb niemand. Blackthorns persönlicher Handlanger. Aber wenigstens stammt er von hier. Unser Lord Petyr. Der Name sagt mir noch irgendwas. Sie schaut dich nachdenklich an. Du solltest dem kleinen Mann einen Besuch abstatten. Ich nehme an, er hat einige Geschichten für dich auf Lager. Seltsamer Kerl. Aber niemand, um den man viel Aufhebens machen sollte. Selbst wenn er wüsste, wer du bist. Okay. Also nicht sehr gefährlich. Was mit der Stadtwache? Gwenno starrt finster rein. Sag das Wort bloß nicht zu laut, sonst tritt einer dieser Strolche noch die Tür ein und nimmt dich fest. Sie hält inne und seufzt. Ihr Hauptmann,
Am Maul. Ihr Hauptmann Maul ist der Schlimmste aus dem ganzen Haufen. Er meint, ich müsste mit ihm Geschäfte machen, sodass er die Banditen, die er in die Stadt eingeschleppt hat, mit Iolos Bögen ausrüsten kann. Aha, macht ja Sinn. Gwennis, reden wir mal über Gwennis. Sie ist es, mit dem du reden musst, wenn du Geschäfte machen willst. Pass auf, dass du unsere Namen nicht verwechselst. Ich bin es schon gewohnt, aber sie noch nicht. Okay, haben wir noch eben. Holz aus dem Dunkelforst im Nordwesten. Sie schaut dich schief an. Sag, bist du hier aus der Gegend? Ja, mehr oder weniger, denke ich doch. Hätte ich nicht gedacht. Sagen wir einfach, das ist heute nicht dein Tag. Okay. Iolo verdreht die Augen, behält seine Zunge aber am Zaum. Okay, anscheinend können wir sie noch nicht mitnehmen. Lass es mich wissen, wenn du noch irgendetwas anderes brauchst. Ein Moment. Oh. Willst du mich gar nicht fragen, ob ich wieder deiner Gruppe anschließen soll? Ja. Wenn er plascht vor lauter Vorfreude in die Hände. Wunderbar. Wenn es nicht zu sehr eilt, würde ich gerne noch ein paar Freunden in der Stadt Lebewohl sagen. Ach ja, fällt Gwenno ein. Wir sollten ohne dies Terence besuchen, bevor wir die Stadt verlassen. Er arbeitet tagsüber im Obstgarten im Nordosten Britons. Irgendetwas geschah neulich mit seinen Bäumen und ich wollte ihn schon immer fragen, wie er sie ersetzen konnte. Jemand half ihm dabei. Meine Güte, stellst du etwa eine ganze Armee zusammen? Du hast schon genügend Gefährten an deiner Seite. Vielleicht solltest du mich später wieder fragen. Okay, gut, dann können wir nur 5 weitere Gefährten mitnehmen. Alles klar. Okay, ja, bla bla bla. Moment, die nehmen wir gleich mit. Wir tauschen einen dieser Leute hier aus. Wer soll es denn sein? Ich glaube, wir nehmen mal stattdessen Toshi raus. Verlassen. Ja, ich bin mir sicher. Deine Gegenstände das zu behalten, war ja nicht so viel, soweit ich weiß. Nein, eigentlich war es ja ziemlich leer. Farewell, Avatar. So, Gwenno, wir nehmen dich jetzt mit. Anschließen. Sie packt rasch ihre Sachen und schließt sich deiner Gruppe an. Danke, im Namen von Iolo und mir. Iolo and I both thank you. Aber natürlich. Jetzt musst du nur noch deine Waffe ausrüsten und dann kann es auch schon fast losgehen. Wo war denn? Ach, da war der Bogen. Das da, dann noch die Rüstung am besten und fertig ist die Infanterie. With Yolo's consent. Also, wir sollen bei Terence vorbeischauen. Wer ist Terence? Wo wohnt Terence? Im Obstgarten, nördlich, hat sie gesagt, ne? Norden ist in dieser Richtung. This will be easy. Hey, hier ist wirklich niemand, irgendwo ein Schattenort. Das ist sehr gut. Dann werden die drei wohl in irgendwelchen anderen Städten rumstehen. Dies wird wohl der Garten sein. Wo ist der Terence? Da lief er. Right away. Ach, und das war schon wieder mit der Zeit. Also, nächstes Mal reden wir mit dem Apfelbaum. Also dann, meine lieben Freunde. Da kommt doch gerade schon die Musik wieder. Naja, gut. Also dann, meine lieben Freunde, bis zum nächsten Mal. Auf bald. Ciao. Warten wir mal, bis die Speicher. Ja, jetzt. Und tschüssikowski. Bis bald.